meine Lieben, ja, willkommen zurück zu Barity Make-up. Ja, und zwar hatte ich mal vor kurzem Lust, wieder irgendwas Neues auszuprobieren. Und ich hatte bei mehreren Bloggern und YouTubern dieses Cake-Make-up von Grimas gesehen. Und irgendwie hatte mich das neugierig gemacht. Ich war eigentlich mit meiner Catrice Foundation, Moment, die habe ich mal benutzt, die Photo Finish. Die fand ich eigentlich immer echt super. Nur, ja, ihr kennt das bestimmt selber, irgendwie wollt ihr auch mal was Neues ausprobieren. Vielleicht ist das sogar noch besser als das, was ihr derzeit benutzt. Ja, und da bin ich auf dieses Grimas Make-up gestoßen. Also das ist ja, für alle, die es noch nicht kennen, ich zeige euch das mal kurz. Das ist dieses Cake Make-up. Moment, ich mach mal diesen Deckel hier ab. Dann spiegelt das nicht so. So, das sieht jetzt erstmal recht unspektakulär aus. Das ist wie gepresstes Puder, kann man jetzt nicht anders sagen, glaube ich. Hier hängt ein Haar von mir. So. Und zwar, das trägt man mit so einem Schwämmchen auf. Entweder mit so einem extra dazugestellten Schwämmchen von Grimas. Da haben die, glaube ich, extra dafür eins. Oder man nimmt so einen Beauty-Blender von Evelyn zum Beispiel. Meiner ist jetzt von Evelyn und es gibt auch diese teureren Varianten. Mir reicht vollkommen dieser Beauty Blender. Ich finde den auch super. Also ich habe da jetzt noch nichts zu bemängeln. Ich habe den schon mehrmals gewaschen, logischerweise. Ja. So, und womit fange ich eigentlich an? Also ich habe die Farbe G4. Ja, bei der Farbauswahl ja, kam ich öfter ins Überlegen, ins Grübeln. Wie sagt man das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da so viele Farben, so viele Hauttöne. Es gibt sogar wirklich Hauttöne, die heißen sogar Leiche oder so. Oder ja, bis Untoter oder Ägypter, das total rötlich ist. Also es sind so viele verschiedene Hauttöne. Und da muss man wirklich erstmal irgendwie durchblicken, ja, welchen Hautton hat man überhaupt. Ne? Also wenn man davon keine Ahnung hat, tut man sich da wirklich sehr, sehr schwer mit. Selbst ich, die relativ Erfahrung damit hat, mit der Auswahl einer Nuance für die Haut, die passende, habe ich mich doch sehr schwer getan, weil sehr viele ähnlich waren und aber doch irgendwie wieder einen anderen Unterton. Ja, ich habe mich im Endeffekt dann für G4 entschieden, nachdem ich auch viele Swatches irgendwie bei Google geguckt habe. Das sollte man vielleicht machen, wenn man sich sehr unsicher ist. Ja, ich habe zum Glück wirklich einen sehr, sehr guten Hautton getroffen, finde ich jedenfalls. Ja, also G4 ist ein sehr heller Ton, nicht zu hell, dass es wieder leichenmäßig irgendwie rüberkommt. Okay, ich bin käseweiß, das seht ihr jetzt auch gerade. Ich gehe nicht Solarium oder sonst irgendwas. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich wirklich käsebleich bin und irgendwie finde ich das jetzt auch gar nicht mehr so schlimm. Irgendwie passt das doch zu mir und ich brauche diese Fake-Bräune, die brauche ich irgendwie nicht mehr. Damit bin auch so irgendwie zufrieden mittlerweile. Ja, und wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau, ja, die Farbe zu finden ist wirklich nicht einfach. Vielleicht fragt ihr da auch irgendwie eine Freundin oder so, was die euch da empfehlen wird. Vielleicht kommt ihr da auch irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner. Aber, ja, das Make-up habe ich im Internet bestellt. Ne? Also vor Ort wäre es natürlich einfach, die Farben zu finden. Aber ich kann euch wirklich gerade gar nicht sagen, wo man einen Shop findet, der diese Cake-Make-ups verkauft. Damit kann ich euch überhaupt nicht weiterhelfen. Ich werde euch auf jeden Fall den Link in die Infobox stecken, wo ich das gekauft habe, also wo ihr dieses Make-up herbekommt. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit dem Auftragen an. Ich habe mich noch überhaupt nicht geschminkt. Ihr seht, ich habe einige Hautunreinheiten, vor allen Dingen an den, am Hals. Da habe ich einen Ausschlag bekommen, ich weiß überhaupt nicht woher. Nein, nicht von meinen aktuellen Halloween-Make-ups, diese Sachen, weil ich wurde öfter gefragt, ob ich das überhaupt vertrage, das ist alles, was ich mir da drauf klatsche. Eigentlich habe ich gar nicht so eine empfindliche Haut. Ich glaube eher, dass es irgendwie jetzt irgendwie Stresspickel oder sonst was. Keine Ahnung, ich kann mir das anders nicht erklären. Auf jeden Fall habe ich hier richtig, richtig viele Pickel gekriegt. Oh, mir hängt die ganze Zeit hier so ein Haar im Gesicht. Ja, schlecht für mich, gut für euch, damit ihr gleich ein gutes Ergebnis seht, ne, ob das wirklich so deckend ist. Ne? Daisy hat ihr Knochen gefunden. Ja, wir fangen erstmal an mit der Reinigung. Und zwar das Cake Make-up basiert auf Wasser. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ihr dürft nichts Ölhaltiges benutzen vorher bei der Reinigung oder bei den Cremes.
Weil logischerweise Wasser und Öl verträgt sich überhaupt nicht. Also das ist sehr schlecht, wenn ihr da irgendwie eine total ölhaltige, fetthaltige Creme vorher benutzt. Deswegen, ich habe mir auch von Grimas das dazugehörige Reinigungsmittel bestellt. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das doch, das heißt Cleansing Lotion. Und das tragt ihr mit so einem Wattepad auf. Da gibt ihr hier so ein, wirklich nur ganz, ganz wenig reicht. Gebt ihr auf dem Pad und reinigt eure Haut so ein bisschen. Ich gehe jetzt einfach so ein bisschen hier rüber. Auch hier, weil da habe ich mich vorhin eingecremt. So eine spezielle Creme habe ich mir auf diese komischen Pickel. Ich weiß gar nicht, was Pickel sind. So, also Ausschlag, ganz fürchterlich. Ich habe sowas schon sehr lange nicht mehr. Eigentlich habe ich nie Probleme mit Pickel, wirklich. Ich habe eine Zeit lang eine super, super Haut gehabt. Jeder hat mich beneidet, ne? Und von jetzt auf gleich, ne, kamen diese Pickel. Man sieht hier auch, da habe ich zwei. Da habe ich einen. Das, ja, naja, was soll's, ne? Also Hautrötung hatte ich schon immer, eigentlich. Aber so richtige Pickel. Naja. So, ich glaube, das reicht jetzt. Dass sie schon mal so ein bisschen gereinigt ist und fettfrei vor allem. Ich nehme jetzt erstmal keine Creme. Ich hatte auch noch eine extra Creme bestellt von Grimas. Also ich habe wirklich drei Sachen direkt zusammen gekauft von Grimas. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Creme von Grimas mir meine Poren verstopft und dass ich irgendwie dann anfange zu schwitzen darunter, weil das Problem habe ich eigentlich nicht. Ich habe dann das Gefühl, dass meine Haut so vollgestopft ist und das irgendwie mit Gewalt versucht, meine Poren frei zu kriegen. Ich weiß nicht warum, aber ohne diese Creme, ich weiß nicht, ich creme mich derzeit jetzt nicht davor ein, obwohl ich das eigentlich gewöhnt bin, vor dem Make-up mich einzucremen. Aber da ich so unsicher bin, welches, was ich da so drunter tragen kann, ohne dass irgendwie das Ergebnis verfälscht wird oder eben die Haltbarkeit sehr reduziert wird, nehme ich jetzt erst derzeit überhaupt nichts darunter, außer dieser Reinigungslotion. Na gut, also ich habe diesen Beauty Blender habe ich jetzt nass gemacht. Ich habe den richtig unter Wasser gerannt und richtig ausgewrinkt. Also es darf nicht nass werden, okay? Ja, meine Nase juckt. So, ich gehe jetzt dadurch hier ein bisschen rubbel da drin rum. Ob der nicht schon zu trocken ist, weil ich jetzt die ganze Zeit so viel gelabert habe. Naja, gucken wir mal. Ich komme jetzt mal ein bisschen näher zu euch. So, hier seht ihr zum Beispiel Pickel. Ich habe hier auch so einen komischen Strich auf der Nase. Den habe ich schon seit bestimmt 10 Jahren und er geht nicht mehr weg. Ich weiß nicht mehr warum. Ich mache vielleicht mal irgendwie mal so eine Hälfte erstmal hier. Ohne Spiegel, das hat schon irgendwie ein bisschen doof. Moment. Ich nehme mal ein bisschen mehr. Ich muss mir mal irgendwas hier hinstellen, wo ich mal so einen Spiegel draufstelle, weil ich muss den immer in die Hand nehmen, diesen Handspiegel. Und dann kann ich die Produkte gleichzeitig nicht in den Händen halten. Das ist mir irgendwie ein bisschen blöd. So. Also je nachdem, man kann die Deckkraft schon ein wenig variieren. So, diese spitze Seite, die nehme ich dann hier zum Beispiel für die Augenränder. Oder eben für diese Stellen, wo dieses Flache nicht so gut drankommt, dass ich da so ein bisschen mehr reingehe und dieses Make-up eben da einarbeite. Ohrring nervt. Seht ihr das? Ganz, ganz schlimm. Ich habe null Ahnung, warum ich die habe. Das ist so fürchterlich. Ich zoome euch mal. Überall habe ich Haare von mir. Mein Gott. Ich habe so Haarausfall im Moment. Das ist echt nicht mehr normal. So, der hat jetzt ein paar Probleme mit dem Scharfstellen, aber ich glaube, das geht. So, wenn ihr merkt, die Deckkraft ist zu gering, dann müsst ihr
euer Schwamm wieder ein wenig anfeuchten. Ich habe ihn jetzt noch ein bisschen nass gemacht. Also es deckt schon ganz gut, aber diese Pickel, die sind so mega auffällig. Das ist echt, dass man da wirklich eine Tonne draufhauen muss, damit man die nicht mehr sieht. Und das finde ich dann auch irgendwie wieder eklig. So, ich hoffe, ihr kennt das. Also ihr müsst wirklich darauf achten, dass der Schwamm nicht zu nass ist. Dann zieht ihr so komische Schlieren irgendwie, oder wie man das nennt, so. Vielleicht habe ich jetzt irgendwo mal ein Beispiel. Na, das sieht man jetzt nicht so gut. Hier sieht man dann, dass das eben ein bisschen zu feucht noch ist. Und das müsst ihr dann wirklich wieder gut wegarbeiten. Aber sonst ist das Auftragen wirklich sehr, sehr einfach. Und man sieht auch wirklich schon einen sehr, sehr großen Unterschied zur anderen Hälfte. Ich zoome euch gleich mal rein. So, dieses Cake-Make-up macht auch so einen richtig schönen pudrigen Finish, finde ich, wenn das alles trocken ist. Jetzt fühlt sich das auf der Haut noch ein wenig so feucht an, aber gleich, wenn es trocken ist, ich lasse es jetzt einfach so, ein wenig sieht man die Pickel noch, aber das ist jetzt nicht so allzu tragisch. So, ihr könnt zum Beispiel jetzt gut sehen, dass das alles hier keine Rötung mehr, gar nichts, außer den Pickel, den sieht man leicht. Und hier seht ihr noch die ganzen Rötungen, diese Hautunreinheiten. Ja, wenn ich die gerade sehe, meine Güte. Du. Aber ihr könnt bestimmt den Unterschied jetzt sehr gut kennen, sehen, meine ich. Ja. Auch vor allem diese Pickel, ne? Schön übereinander. Als hätten die sich irgendwie abgesprochen, keine Ahnung. Ja, meine Lieben. Also ich bin mit diesem Make-up sehr zufrieden. Ich mache jetzt nochmal die andere Seite. Ich kann ja nochmal im Nahen zeigen, wenn ich das so auftrage. Seht ihr, damit kommt man jetzt nicht so gut hin. Dann nehme ich jetzt erstmal die spitze Seite und tue das hier einarbeiten. Also Ohrringe nerven wirklich beim Schminken, das geht gar nicht. Hätte ich aber auch vorher wissen müssen. Hier meine wunderschönen Pickel.
ja, ist jetzt ein bisschen auf den Lippen. Aber das ist egal, weil man sollte sowieso dann irgendwie so eine Lippenpflege oder Lippenstift oder Lipgloss, je nachdem, drauf tun und dann fällt das nicht mehr auf. Ja. So, wie ihr sehen könnt, ich sehe jetzt viel besser im Gesicht aus. Also meine Hautunreinheiten sind weg. Was heißt weg? Also überdeckt eben. Entschuldigung, wenn ich die ganze Zeit in den Bildschirm gucke, weil ich eben hier keinen Spiegel habe. Außer so einen kleinen Handspiegel, den habe ich jetzt wieder weggestellt. Ja. Ich würde sagen, das reicht, oder? Ja. Also für mich ist das Make-up eigentlich ganz gut. Also ab und zu sehe ich, okay, je nachdem auf der Nasenspitze tut das manchmal so meine Poren so ein bisschen betonen. Dann muss ich da so mehr drüber gehen, dass meine Poren wirklich, wie soll man das beschreiben, bedeckt sind? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass meine Poren nicht mehr so auffallen. Das muss man sehr, sehr gut einarbeiten. Ja, aber trotzdem geht das Auftragen eigentlich recht schnell. Man muss einfach nur diesen Beauty Blender da anfeuchten. Und dann hier reinwuscheln und dann ins Gesicht wuscheln, also auftragen. Und man sollte ja eben, wie ich ja schon erwähnt habe, auf jeden Fall darauf achten, keine ölhaltigen Sachen benutzen. Weil dann kann euch keiner versprechen, dass das Make-up wirklich lange hält oder überhaupt beim Auftragen gut aussieht. Also wenn ihr euch das doch mal vorstellt, wie ich vorhin aussah, wo ihr mich das zuerst gesehen habt, dann hatte ich ja da einen Fleck und hier einen Pickel und da eine rötliche Stelle und keine Ahnung was. Und jetzt sieht es doch eigentlich gar nicht so schlecht mehr aus, mein Gesicht. Ne? Ja, man sollte aber wirklich nur noch, wie sagt man dazu, Trockenprodukte, also jetzt keinen Creme Rouge oder sonst was auftragen, sondern wirklich Puderrouge, ne? Also hier so gepresstes Rouge sollte man nur noch auftragen, weil das geht sonst gar nicht. Also auf normale Foundation, also wirklich flüssig Foundation, ist das kein Problem, ne? So, man sagt ja, ich vergesse mir diese Sprichwörter, ne? Puder zu Puder, flüssig zu flüssig, keine Ahnung. Also ich bin manchmal so vergessen, es ist fürchterlich. Ne? Also ich kenne das alles, ne? Aber wenn ich das so wiedergeben muss, dann ist bei mir Leere im Kopf. Das ist immer ganz schlimm. Aber ich hoffe, ich habe euch das irgendwie so weit vermittelt, wie ich konnte. Und ich glaube, das war auch verständlich, oder? Ja. Ja. Ich finde, das fühlt sich auch überhaupt nicht maskenhaft an auf meiner Haut. Weil manchmal hat man wirklich, dass alles wirklich verstopft ist auf deinem Gesicht, dass alle Poren verstopft sind. So fühlt sich das, je nachdem, was man für Make-up benutzt, wirklich sehr unangenehm an. Aber ich finde, das ist so leicht. Ich merke das über den Tag, merke ich überhaupt nicht, dass ich Make-up drauf habe. Und da muss ich echt manchmal aufpassen, dass ich mir nicht so viel im Gesicht rumfummel. Weil so gut hält das Make-up auch nicht, dass es wirklich alles standhält. Ja, was kann ich denn noch dazu sagen? Also ich bin vorher die ganzen Punkte durchgegangen, aber so, dann habe ich wieder einen Blackout, ne? Kennt ihr ja vielleicht. Ja, viele, Moment. Viele hatten sich ja beschwert, dass die Verpackung total schlecht wäre, dass man das nicht gut aufkriegt. Ich habe jetzt mal den Deckel da drauf gemacht. Aber hier gibt es so zwei Einkerbungen, einmal da und einmal da. Und wenn man das feste hält, dann kann man den eigentlich ganz Blocker abnehmen. Ich weiß gar nicht, was die Leute da für ein Problem haben. Also ich hatte echt Angst gehabt, oh Gott, hoffentlich kriege ich das immer auf und wieder ab und keine Ahnung was. Aber ich habe wirklich keine Probleme damit. Ich weiß nicht, ob vielleicht je nach Produktion irgendwie ein paar schwere aufzumachen sind, keine Ahnung. Aber ich hatte wirklich keine Probleme. Ja, also ich würde, wenn ich eine Note dafür geben würde, würde ich sagen, eine 2. Ja, sagen wir mal eine 2. Ja. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Deckkraft ist jetzt nicht, ich würde nicht sagen, dass es 100% ist. Ich könnte vielleicht noch 10 Schichten drauf machen, aber ich weiß nicht, ob das danach aussehen wird. Keine Ahnung, ob das dann sehr auffällt. Ich habe jetzt auch nicht, normalerweise trage ich das ein bisschen weiter hier runter, damit der Übergang schöner ist. Aber ich habe jetzt einfach nur zum Demonstrieren bis hierhin aufgetragen über diese Pickel.
Ich vertrage das Make-up auch ganz gut. Ja, also Pickel hatte ich schon vorher gehabt, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich habe die jetzt davon gekriegt. Nein, so ist das nicht. Ja, ich denke, das war's dann. Ja, wie gesagt, den Link findet ihr in der Infobox, wo ihr das kaufen könnt. Und da seht ihr dann auch die Farben. Ja, und wie gesagt, ne, die Farbauswahl ist nicht einfach, aber okay. Ich verabschiede mich dann erstmal für dieses Video und freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüssi!